Und da sind wir auch schon mit Skyrim. Ja, wir sind immer noch in der Mine gewesen gerade eben. Und jetzt gehen wir raus und gehen gleich zur nächsten Quest über. Denn wir haben keine Zeit zu verlieren, ja? Wir müssen sofort alles questen und so. Für die nächste Quest, wenn wir eh gleich. Ich weiß nicht, wo ist denn die nächstgelegene Quest? Was ist hier? Schwindlernest. Hier ist Amrens Familienschwert. Ja gut, wir müssen sowieso in die Richtung. Beides liegt eigentlich in die Richtung. Dann gehen wir auch da lang. Und es gab gerade wieder einen großen Buckler. Frag mich nicht warum, aber es gab einen großen Buckler. Und ja. In die nächsten paar Parts werde ich auch schon anfangen, mir eine neue Rüstung anzufertigen. Und zwar eine aus Leder, weil die einfach, ja, besser ist als die kaiserliche, die ich jetzt momentan anhab. Kann man sich auch vorstellen, dass die Rüstungen, die man sich nach dem Prolog schmieden kann, besser ist als die, die man im Prolog bekommt. Wir sind eigentlich auch noch drin, dann noch Banditen. Können wir jetzt vielleicht sneaky wegsnacken. Hier drüben! Seht ihr da? Irgendwer hat da jetzt gerade Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich hoffe nicht, dass das Lydia war. Ich hoffe auch nicht, dass ich entdeckt werde. Das Auge wird kleiner. Gut, gut. Oh, jetzt ist es verdammt groß geworden. Der Typ hat mich gesehen. Sicher, ich hätte etwas gehört. Ist da jemand? Hier drin? Entdeckt. Habe ich es gleich wieder versaut. Mögen euch die Götter verdammen! Fuß! Nein! Gar nicht erwarten, euer Geld. Tod ist stark überbewertet. Fuß! Ist das alles, was ihr könnt? Wir sind noch Feinde, ich weiß es. Jetzt bezahlt ihr. Ich bin, würde ich mal sagen, ziemlich gut im Bogenschießen in Skyrim. Aber war auch so meine Krämpfe und schießt dann einfach mal voll daneben. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Tja, vermutlich doch. Konundrum, ziemlich gut. Auch selten und viel wert, weil er eben selten ist. Weil es eben selten ist. Nicht weil er selten ist. So. Den Stab nehmen wir mit. Bei dir nehmen wir die Zaubertränke mit und hier gibt es jetzt spezielle Waffen. Außerdem noch drei Eisenbahnen. Die sind Mondstahlwaffen, glaube ich. Da unten. Mondstahlschwert. Das ist eine spezielle Verzauberung. In der Nacht kriegen die Waffen, die mit dieser Verzauberung verzaubert sind. Die Waffen. Tierische Kräfte, quasi die saugen dem einen das Leben aus und geben es dem anderen wieder. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber so ungefähr habe ich das verstanden. Und der Bogen ist besser als den wir haben. Der macht nämlich auch Blitzschaden, also Elektrizität. Da kommt Lydia angerannt und wir machen uns weiter auf den Weg zu unseren Questmarkierungen. Jetzt fällt es mir gerade ein, weil ich Lydia gerade gesehen habe. Ich bin direkt hinter euch. Wie kann ich euch dienen, Tame? Tauschen.
Und zwar gebe ich dir einen Zaubertrank, mit dem du dich 100.000 Mal heilen kannst. Und ich gebe dir das, weil das vor, ich folge. Verbraucht. Und dann hast du einen Helm. Hübsch. Hübsch, hübsch. Ja, so dunklen Himmelsrand. Ist nicht ganz so geil, aber... Es muss ja auch mal dunkel werden. Gut, hier ist Ridorans Zuflucht. Hier müssen wir ran, um das Familienschwert zu holen von Amrin. Werden wir auch machen. Wieder ein bisschen sneaky. Jetzt haben wir einen neuen Bogen, der verzaubert ist, deswegen macht er auch mehr Schaden als den wir zuvor hatten. Holy, nein, Lydia! Weißt du, was ich dich gerade hasse? Hey, pass dein Gesicht mal auf! Läufst. Toll. Stahlpfeile. Wir benutzen die zwar noch nicht, weil wir einfach zu wenig Stahlpfeile haben, aber wir haben schon mal ein paar. Was könnte ich hier mitnehmen? Nichts. Gibt hier was ich mitnehmen kann? Hier ist eine Truhe. Rize. Easy going. Dürfte uns normalerweise kein Dietrich abbrechen. Oh, den Zaubertrank des Waffenschmieds, den können wir gebrauchen. Was? Fuß! Ich komme nicht vorbei. Aua! Ey, geh weg! Okay, Leute. Das habe ich geplant. Ich wollte euch mal zeigen, wie es denn so aussieht, wenn man stirbt. Scheiße, Alter. Okay, nochmal voll konzentriert jetzt. So, Leute, jetzt geht's los. Ich könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Ist da jemand? Was? Redet so schnell nach, solange ihr noch könnt. Ja.
Das war schon alles? Wer habt ihr nicht drauf? Ja. Ist das alles? Puh. Leicht. Amrens Familienschwert, Schatzkarte 4. Die ist was wert. So, dann wäre diese Quest auch schon mal beendet und jetzt kommt wirklich eine Quest, die knifflig werden könnte. Das ist jetzt die erste Quest, die wahrscheinlich knifflig werden wird. Vermutlich, ich weiß es nicht. Ich habe die Quest nie wirklich so auf diesem Weg gemacht, weil ich der Sadi ja nicht wirklich zugehört habe. Jetzt nur durch das Let's Play habe ich herausgefahren, dass sie gegen den Admiribund ist und die Alika für. Ich habe die Alika noch nie getötet und ich denke mal, die halten schon einiges aus. So ist es nicht. Ich glaube, die haben schon was drauf, du. Gut, wie gesagt, eigentlich sind die friedlich, aber man kann sie dennoch in irgendeiner Weise, ja, provozieren. Und dann sind sie nicht mehr ganz so freundlich. Wir sollten vermutlich mal gut speichern. Und dann geht's auch schon wieder weiter. Blümchen. Schmetterlinge. Verdammt. Okay, jetzt dann dürfen wir auch bald da sein. Irgendwo dort vorne scheint es zu sein. Leute, Leute. Genau, hier ist das jetzt. Irgendwo hier. Da. Weiß ich nicht, vielleicht haben sie draußen Guards. Sache. Das habe ich jetzt übrigens wirklich nicht gewusst. Ich habe einfach nur daran gedacht, dass sie sowas haben könnten. Und ja. Waren schon wirklich so. Wie gesagt, ich habe die Quest so noch nie erledigt. Also von daher. Ist jetzt für mich auch das erste Mal, ja. Also. Es könnte schon noch was passieren. Aber bevor ich das jetzt mache, beende ich den Part nochmal. Und. Ja, Leute, haut's rein, ne?